Heute geht es für mich mit dem RE25 von Limburg nach Koblenz, und zwar mit dem RE25 über die Landebahn von Limburg an der Lahn über Nassau nach Koblenz. Zum Hinweis, die schwarze Linie ist nicht die tatsächliche Fahrtstrecke. Ja, auf dem RE25 und auf der RB23 kommen auch diese Lind-Triebwagen zum Einsatz. Lind 27 mit Doppeltraktion und manchmal auch Lind 41 Einzeltraktion. Da wird dann bestimmt auch nochmal ein Video zu geben. Ja, erstmal ein paar Impressionen hier aus Limburg. Also man sieht auch schon, hier sind einige Doppelstockwagen mit Trabis abgestellt. Da wird dann auch nochmal ein Video zu folgen. Ja, hier in Limburg starten noch einige Linien. Ja, und das ist auch schon unser Talent. Mit dem geht es dann heute nach Koblenz. Also nichts Besonderes. Aber wir machen das nicht wegen dem Zug, sondern wegen der Strecke. Wie man schon mal reinkommt, sieht man ja, das sind ganz einfache Sitze. Überhaupt nichts Besonderes. Ein kurzer Blick in den Führerstand. Und naja, dann wollen wir uns das mal genauer anschauen. Ja, also man kann ihn schon mal ganz gut hören, wirklich laut ist er nicht. Es klappert halt alles ein bisschen, ist halt ganz normaler Dieseltriebwagen. Vielleicht noch zur Ausstattung, also wir haben hier ganz einfache Sitze, wie wir sie hier außen. Der Baureihe 425 bzw. 426 und dem alten Stadler RS1 der DB kennen. Es gibt keine Klapptische, keine großen Tische an den Sitzgruppen, keine Steckdosen, kein WLAN. Das Einzige, was vorhanden ist, sind digitale Anzeiger und ein WC ohne Klimaanlage. Aber das war es auch schon wieder. Dafür kann ich mich nicht beschweren, dass es irgendwie dreckig gewesen wäre oder sowas. Also, alles im guten Zustand. Es wird nur Zeit, dass hier irgendwann mal neue Fahrzeuge dazukommen. Ja, hier verlässt uns jetzt auch die Oberleitung. Die letzten Ausläufer des Bahnhofs Limburg an der Lahn. Und dann sind wir schon gleich in Rheinland-Pfalz in der Stadt Diez. Nächster Halt, Diez. Der Aufstieg ist in Fahrtrichtung links. Genau, hier fehlt jetzt schon die Oberleitung und der Talent hat uns auch schon ein anderer RE25 begegnet. Ja, es quietscht ein bisschen, aber naja, was willst du machen? So, und das ist ja der Bahnhof zu Diez. Jetzt ist ein bisschen runtergekommen, bis man wieder was dran macht. Die meisten Bahnhöfe an der Strecke sind allerdings modern gestaltet, mit den ganzen modernen Bahnsteigen und wie man es halt kennt von der DB. Ja. War auch nicht so voll der Zug, also ziemlich leer. Nur kurz bevor ich in Koblenz angekommen bin, kam dann so ein kleiner Störenfried rein. Das wird man aber noch hören. Wie man sehen kann, ist die Strecke auch teilweise eingleisig. Es findet auch ab und zu ein gewisser Güterverkehr statt. Der hält sich allerdings in Grenzen. Ich habe es leider gerade verpasst, ihn aufzunehmen. Da ist mir gerade ein Güterzug entgegengekommen und ich deppere die Kamera aus. Naja, so schnell kann es gehen, gell? So, hier nochmal so ein modernisierter Haltepunkt zu sehen.
Also ist das schon in Ordnung. Früher sind hier mal Neigetechnik-Züge der Baureihe 612 gefahren. Die wurden dann allerdings ersetzt und seitdem ist die Verbindung langsamer. Die Anschlüsse sind unsicherer und es musste der Halt in Eschhofen entfallen, sodass jetzt Anschlüsse Richtung Frankfurt noch schlechter sind. Also. Ah, und hier haben wir schon erste Blicke auf die Lahn. Die fließt in Niederlahnstein, dann in den Rhein und von dort aus in die Nordsee. So, wir haben mittlerweile schon die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Nassau liegt etwa in der Mitte. Ja gut, das wäre jetzt ein nicht so schöner Tag. Gerade im Frühling und Sommer ist das wunderschön. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Aber was ich sagen wollte, ist es eine sehr, sehr schöne Strecke. Und auch eine gute Verbindung aus Mittelhessen nach Rheinland-Pfalz. Also würde ich tatsächlich empfehlen, wenn man aus Mittelhessen Richtung Rhein möchte, an die Mosel oder sowas, muss man nicht unbedingt über Frankfurt fahren. Also über die Lahn ist es auch sehr schön. Aber es gibt auch ein paar Campingplätze, die war jetzt in der Zeit nicht so gut besucht. Ende September, da war es halt nicht mehr ganz so warm. Ah ja, man sieht, dass es gibt auch einige touristische Sehenswürdigkeiten. Und hier überqueren wir jetzt einmal wieder die Lahn. Also die Lahn wird auch öfters mal gequert. Ist halt ein eher enges Tal und deswegen ist es schwierig, die Strecke immer auf einer Seite zu führen. Genau. Einer meiner Lieblingsbahnhöfe an der Strecke, der Bahnhof Bad Ems. Er ist sehr interessant aufgebaut, also gerade mit diesem Kuppeldach und diesem Mittelbahnsteig ist das sehr interessant. Ja, und die Zugbegleiterin ist hier jedes Mal rein und wieder raus, deswegen war es vielleicht ein bisschen lauter. Aber man hört es auch, der Zug ist überhaupt nicht laut, also echt gutes Teil. Nur müsste man echt langsam mal die Teile modernisieren. Also, ich weiß nicht, bis wann die Ausschreibungen gelten. Bis dahin wäre es aber sinnvoll, die Züge zu modernisieren. Ich sag jetzt mal, was rein müsste, wären bequemere Sitze, am besten mit Klapptischen. So was zum Beispiel diese Züge Helena, wie wir sie aus den meisten Doppelstockwagen kennen. Oder so ähnlich und ein bisschen größere Tische. Genau, hier wieder die Lahn gequert, das ist mittlerweile sehr breit geworden. Jetzt kommen wir auch schon nach Niederlahnstein rein. Nächster Halt, Niederlahnstein. Wie ich es sagte. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Genau, so ein bisschen durch den Ort und hier auch wieder eingleisig die Strecke. Oben überquert uns wieder eine Autobahn. Ich habe keine Ahnung, welche das ist. Ehrlich gesagt, es könnte die A81 sein, aber ich kenne mich da nicht so nicht gut aus. So, und die Zugbegleiterin macht sich wieder auf den Weg zu den Türen. Also, das Ticket wird noch nicht kontrolliert. Aber die Leute haben sich grundsätzlich in die Maskenpflicht gehalten. Es war nicht viel los. Also. Und es ist ja so eine schöne Erfahrung, dort mal wieder lang zu fahren. Das war erst das zweite Mal. Also ich bin dort auf jeden Fall sehr gerne lang gefahren. So viel kann ich sagen. Was sicherlich auch schön ist, wäre
einfach mal an dieser Station auszusteigen aus dem Area 25 und dann so ein, zwei Stunden später einfach weiterzufahren zu dieser Station, weil die Städte dort sind echt sehr, sehr schön, auch an der Lahn zu gelegen, das ist schon super. Genau, und das ist dieser Störenfried, von dem ich gesprochen habe. Ich hasse es, wenn Leute in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Lautsprecher schön laut telefonieren. Es ging übrigens bis Koblenz so, also noch so ungefähr eine Viertelstunde. So schön war das nicht, aber ich hatte auch keinen Bock, da jetzt irgendwie, naja, die Person mal anzusprechen, weil es war noch so früh am Morgen und naja, komm. Dann hier der Bahnhof wieder Lahnstein, hier treffen wir auf die rechte Rheinstrecke aus Richtung Rüdesheim kommend. Hier ist ein paar Tage zuvor ein Güterzug entgleist. Und deswegen wurden hier gerade noch die letzten Mängel beseitigt. Naja, also resümierend würde ich sagen, kann man sagen, dass das auf jeden Fall ein sehr gutes Produkt ist. Die Züge müssten nun mal mittlerweile wieder modernisiert werden, gerade wenn man von Koblenz bis nach Gießen möchte, kann es ein bisschen unschön werden, die ganze Strecke. Die gute knappe Stunde, die ich jetzt gefahren habe, war es allerdings kein Problem. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schnelle Verbindung. Ist jetzt auch nicht so ein rumgeeiert da irgendwie. Nein, das ist auch alles recht flott. Also möchte ich mich da auf gar keinen Fall beschweren. Genau, die letzten Meter hier nochmal am Rhein entlang. Es gab auch nochmal eine Rheinquerung. Die Dauerbahnhof von Koblenz liegt ja auf der, an der linken Rheinstrecke. Die konnte ich leider nicht aufnehmen. Aber darum ging es auch nicht um den Rhein, sondern um die Lahn. Zum Rhein wird es sicherlich auch nochmal ein Video geben. Einmal rechts, einmal links. Das wird auch ein umfangreicheres Video. Da habe ich mir gedacht, dass ich einmal rechtsrheinisch bis nach Köln fahre und dann linksrheinisch wieder zurück oder andersrum. Aber das ist noch in den Sternen geschrieben. Sie kommen auch am Koblenzer Hauptbahnhof an. Das Einzige, was man hier wohl geändert hat am Talent, sind also diese Türöffner. Die sind recht modern. Ansonsten war es das auch schon wieder. Auf jeden Fall war ich sehr, sehr zufrieden mit. Wir sind, ich glaube, sogar eine Minute zu früh angekommen. Wir waren die ganze Zeit super pünktlich unterwegs. LTF hat auf jeden Fall sein Handwerk verstanden und ja, hier gibt es so eine kleine Trittstufe, die ist allerdings viel zu niedrig und nur so ein komisches Gitter, also ich weiß auch nicht, wo man die ausfährt. Genau, Hauptbahnhof Koblenz, richtig viel los, aber gut gemacht. Ich fahre ein bisschen Eile, ich hatte knapp 10 Minuten Anschluss nur an den Südwestexpress, mit dem ich dann nach Saarbrücken gefahren bin. Also samstags morgens 7, 8 Uhr ist hier nicht sehr viel los, kann man sagen. Aber ist eigentlich ganz schön modern gestaltet, also auf jeden Fall jetzt nichts, worüber man sich beschweren müsste. Genau, die Züge Richtung Mosel fahren immer recht weit hinten vom letzten Bahnsteig, glaube ich, ab. Okay, seht ihr auch schon den Zug, bei dem es am nächsten Video weitergehen wird.